Herzlich willkommen zurück zu Orcs Must Die 2 mit Sergeant Rumpel und Silbernitrat. Wir sind im Anstieg und wir hoffen, dass wir dieses Mal das Level in einem Zug durchspielen können und nicht nochmal neu anfangen müssen, wenn uns wieder irgendwelche ranzigen Raser durch die Parade fahren. Spalte. Durch unsere Spalte laufen. Durch deine vielleicht. Insofern drücke ich mal die Leertaste und wir hören uns an, was die Story so sagt. Ihr sagtet einst, ich sei die beste Meister. Das warst du auch. Nur am Ende war er besser als du. Ihr sprecht die Wahrheit. Ich habe möglicherweise ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Diese Entscheidungen liegen in der Vergangenheit. Triff nun die richtigen. Hey, er hat gesagt, dass ich besser bin. Hast du das gehört? Ach, Lehrling. Juhu! Spitze! Kriegsmagier Nummer 1. Wie gefällt dir das, du verrücktes Huhn? Da trifft Angela. Er ja wirklich voll ganz meine Kragenweite, finde ich sehr gut. Der Anstieg, wir haben hier richtig viel zu tun. Eins von unten, eins von oben oder zwei von oben. Hier ist auch nochmal eins. Oh, unangenehm. Boah, und die sind alle richtig nah dran an unserem schönen Portal. Hast du noch deine Prügler? Die waren doch so schön. Meine Prügler? Meine Verdrescher? Deine Prügler. Deine ja, Verdrescher. Hab ich noch, aber die sind sehr teuer momentan. Ah, okay. Was ich jetzt habe, das ist natürlich super. Wir haben natürlich genial geskillt, so dass wir jetzt unsere Bogenschützen wieder günstig haben, die uns hier nicht so viel bringen, habe ich das Gefühl. Ich schaue jetzt mal ganz kurz in das Zauberbuch und werde mir mal angucken, was wir alles haben. Oh, wir haben neue Gegner. Oh. Und wir haben auch unsere Cyclops. Unsere Sapeure, die kommen auch wieder. Oh ja. Gnolle, der Feueroger, die Bogenschützen, der Troll und der Cyclops und der daneben ist auch irgendwie neu, oder? Schamane, ja. Er weckt tote Gegner wieder zum Leben. Das ist ja extrem unangenehm. Das mögen wir gar nicht. Wir haben aber eine neue Falle, die haben wir letztes Mal schon bekommen. Die Deckenfalle schießt mit Elektrizität um sich. Gut zum Grillen von Fliegern geeignet, die wir ja dieses Level auch gar nicht haben. Das hat uns sehr viel gebracht. Wieso kosten die jetzt eigentlich 575? Ich dachte, die kosten 500. Dann habe ich wohl noch nicht ganz so weit geskillt, wie ich dachte. Meine Bogenschützen meine ich jetzt gerade. Mhm. Mir ist gerade aufgefallen, dass du ja nicht sehen kannst, was ich sehe. Insofern ist jetzt die große Frage, was werde ich reinnehmen? Ich glaube, die Barrikade lohnt sich in diesem Level nicht so wirklich, oder? Was sagst du? Die Barrikade ist ja deswegen nicht schlecht, weil du die dann immer alles schön zusammenführen kannst und die kommen dann nur durch einen Block durch, wo man dann ordentlich Granaten reinschießen kann oder ich mit meinem aufgeladenen Schuss reinschießen kann. Ja. Deswegen würde ich es rausnehmen, würde ich sie, glaube ich, nicht. Man kann den sehr eng dann machen, den Tunnel. Eng ist immer gut, wie ja, du weißt. Ja. Jetzt habe ich es auch jetzt verstanden, was du mir eigentlich gerade sagen wolltest. Du kleiner. Wenn ich jetzt hier zumache, 1, 2 und wir alles, was wir bringt haben. Halt gar nee, das bringt hier nicht so viel, das stimmt. Weil hier kann das ich auch keine richtigen Wandfallen aufbauen. Und die kleinen Typen, die haben wir ja auch dieses Mal, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Nee. Doch, die kleinen Schnellen haben wir auch. Koboldläufer heißen die eigentlich tatsächlich. Ich finde scheiß Drecksratte eigentlich trotzdem besser. Das trifft es irgendwie mehr. Wir haben auf jeden Fall hier Deckenfallen-Action. Das könnten wir ja, auf jeden Fall benutzen. Deswegen habe ich mir die reingeholt. Ich habe mir den, Verdrescher habe ich mir reingeholt. Auch was für die Decke habe. So, ich bin mir jetzt aber immer noch nicht über unsere Taktik im Klaren, ehrlich gesagt. Was schlägst du denn vor? Das sind wieder so drei Sachen, wo wir nicht zusammenleiten können, oder? Also das hier ist auf jeden Fall... Können keine Lanes zusammenleiten? Nee, wir können gar nichts zusammenleiten, leider. Null? Null. Die laufen alle von woanders hin und alle direkt zentral auf den Punkt zu. Was? Sehr unangenehm. Wir haben zwei, also das müssen wir bedenken. Wir haben zwei kurze Lanes und eine lange Lane. Die lange Lane kann man zum Glück schnell mit dem Portal hin und her switchen. Ja. Haben wir die immer gut unter Kontrolle. Ich würde sagen, wir bauen einfach oben mal gemütlich auf. Und sobald es hier unten losgeht, werde ich wieder Feuer auslegen, so viel wie es geht. Und Spritzfallen.
Ja, da werden wir auf jeden Fall, also hier und da unten, Deckenfallen einfach anbringen. Ja, genau. Ich habe jetzt auch welche ausgerüstet. Ja. Ich habe mir leider meine Lieblingsfalle noch nicht gekauft, diesen Keulenschwenker. Ja. Aber vielleicht mache ich das ja fürs nächste Mal oder so. Nächste Mal. Ja. Im letzten Level. Im letzten Level, genau. Stimmt. So, dann wollen wir jetzt erstmal nach oben gehen und da so ein bisschen Fallen aufbauen. Ja. Wo man übrigens ja auch Deckenfallen anbringen kann, zumindest hier. Könnte man auch mal ein paar Verdrescher anbringen oder so. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal richtig schön mit meinen Speerfallen, meinem Standardaufbau, der doch immer sehr viel bringt. Ich glaube, der Lane-Wechsel ist jetzt nicht so abrupt wieder, wie immer. Ja, das glaubst du. Aber wissen tun wir das nicht. Deswegen baue ich jetzt auch mal vielleicht schon unten was hin. Ne, das mache ich jetzt schon. Mach du mal oben, ich baue hier unten was hin. Dann baue ich mal ganz unten hin. Ne, das mache ich auch schon. Oder? Machst du auch? Ja, mache ich auch. Ich baue mal überall. So viel Geld. Ja, ich so habe 5000 habe ich. Bereit, zielen, Feuer! Hatte ich wahrscheinlich auch. Ja, vermute ich mal stark. So. Nochmal so ein kleiner Acid-Sprayer. Solange wir oben auf der Lane sind, sind wir ja zu zweit sogar dort. Insofern ist das eigentlich echt easy. Ich würde ja den deinen Decoy immer etwas weiter nach hinten platzieren, ehrlich gesagt. So als letzte Last Resort oder was? Ja, genau. Am besten noch in so eine, in die Teerfalle rein. Oh. Perfekt. Dann habe ich G gedrückt. Und los geht's! Und da sind sie! Da sind unsere Gäste. Oh, und es sind sogar Kleinen dabei. Kleinen Drecksgäste auch. Aber diesmal ich aufpassen, dass sie nicht runterfallen. Kein Problem. Oh ja, ich muss mit meinen Granaten tierisch aufpassen. Ich werde jetzt nämlich schon wieder am besten gar nicht die Granaten abschießen, sondern einfach hier dir das überlassen. Ja, ich habe ja auch so eine Art Energieschub. Beziehungsweise hier vorne, da kann ich so nochmal reinhauen. Aber bei dir fliegen die auch so ein bisschen durch die Gegend, habe ich das Gefühl. In meinem. Also die können damit auch runtergekickt werden, glaube ich. Wahrscheinlich. So, aber noch ist hier alles safe. Das sind ja alle die normalen Orks. Die richtig Spaß machen, wenn die kommen. 1, 2, 5. Mist, schon wieder verzählt. So. Bring it on. Bring it on. Wir wollen mehr. Wir wollen härtere Gegner und gleich jammern wir wieder. Nein, wir müssen noch mal aufnehmen. Das kann doch nicht angehen. Aber wir haben unsere Fallen noch gar nicht wirklich. Nee, überhaupt noch nicht. Wir müssen ja echt mal kommen lassen, die Kollegen. Ach, egal. Nee. Mann, jetzt so schnell. Ah, diese Dusche, die ist. Das ist ja geil! Hast du es gesehen? Das Skelett von dem Typen? Und das hat Bumm gemacht! Abgelöst vom Knochen. Ja, da war nur noch das Skelett übrig und das ist in diese Feuerfalle gefallen. Hatte ich noch nicht gesehen. Wahrscheinlich hat man das schon 10-mal gesehen irgendwie. Die Schonzeit ist vorüber. Oh, ich gehe nach unten. Oh, aber die haben gleich gesagt, dass die untere Tür aufgeht. Sie sind unten! Boah, das ist so ein großer hier auch noch. Gott sei Dank habe ich hier eine Falle hingebaut. So, hier wird erstmal gesprüht, was das Zeug hält. Wie läuft es bei dir unten? Ja, ganz in Ordnung. Anstrengend. Ich glaube, meine Welle ist, glaube ich, hier oben gleich durch. Komm ich. Ja, es sieht. Es ist doch lustiger, wenn man sie alle auf einmal tötet. Kann ich von oben schießen? Ja, kann ich. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Terror. Jetzt kommen da richtig viele noch. Bei mir kommen auch richtig viele. Wir sind auf dem Weg! Wir sind schon nah dran! So, ein bisschen Eis. Ich krieg hier Probleme! Kriegst Probleme? Ich komme! Komme! Boah, einer ist durch. Einer ist durch? Macht nix. Boah, Alter, ey! Das war jetzt richtig krass hier gerade. Jetzt sind sie aber oben noch. Jetzt müssen wir wieder hoch. Ja, das ist ja egal. Die oben haben einen richtig langen Weg. Bei denen ist es ja nicht so schlimm. Wuhu! Sappers. Wo sind denn hier noch Zappers. Mehr? Da kommen sie. Hier kommen sie rüber. Ja, die stören mich ja nicht. Die sind ja, Überlegen wir mal einen Moment, was eine Tür öffnet sich, das wusste ich doch. Ist doch gemein. Wem mache ich hier was vor? Gar nichts! Ich baue nochmal hier auf der mittleren nochmal was auf. Die oberen, da können wir echt noch ein bisschen, Da kommen sie! Mal Zeit, meinst du? Ja, da haben wir Zeit. Ich mache hier die Jungs, die jetzt hier rauskommen und du machst die ganz unten und oben müssen wir einfach ein bisschen im Auge behalten.
Okay, die erste Welle ganz unten ist durch. Die kommt aber bestimmt nochmal. So. Wird mal nach oben gehen. Ja, runter. Mach mal. Ich mach hier noch die letzten. Das sind zwei von den kleinen. Und die sind weg. Irgendwie sehe ich da noch irgendwo einen roten. Wo ist denn der? Verstehe ich nicht. Ist der oben oder was? Ich nutze die Zeit mal gerade ein bisschen und baue hier noch mehr Fallen auf, wenn das okay ist. Ja, ja. Das wäre alles. Ork hat gerade nach seiner Mutter gerufen. Dementsprechend ist alles in besser Ordnung. Oh, hier kommt so ein komischer neuer Ogre-Zauberer. Ah, der war da. Bester Kampfmagier aller Zeiten. Sehr gut. Na gut, bisher ein von 25, hoffe ich doch. Das waren nicht, glaube ich, 6, ja. Oder? Von 30? Nee, 25. Ja, nein. 25. Alles gut, dann ist alles gut. Damit können wir noch leben. Damit können wir noch leben, wenn wir jetzt nicht gleich nochmal richtig auf die Schnauze kriegen. Ich baue mal hier so einen Drescher mal rein. Okay. Und nochmal ein kleiner Säuresprüher. Ich kann nichts mehr bauen. Ich auch nicht mehr. Alles klar, dann geh du doch nach unten. Ich versuche hier das in Schach zu halten. Und wenn ich Hilfe brauche, dann kommst du einfach runtergesprungen. Ja. Und dann werden wir versuchen, die lange Lane hier hinten abzugreifen. Weil die braucht ja so ein bisschen, bis sie da ist. Ja, ja. Und ich habe okay. G gedrückt. Gleich wird's ungemütlich. I'm ready. Die. Komm nur aus deiner Lane gerade. Dann komme ich zu dir nach oben. Sieht nicht so aus, als würden die gerade aus den anderen Lanes auch noch kommen. Noch nicht. Minimap im Auge behalten. Ja. 1, 2, 5. Mist, schon wieder verzählt. Minimap sieht auch noch sauer aus. Sieht alles gut aus, ja. Irgendwie schon. Das ist doch nur eine Verarschung bestimmt. Das ist eine Falle. Die wiegen uns in Sicherheit. Mit Pioniere. Das interessiert keine. Pam! Finde ich sogar gut, dass die hier kommen, weil die kann man richtig schön nutzen, um andere Orks wegzumachen. Ach, kriegen die Schaden davon? Ja klar, wenn die explodieren, dann geht's hier richtig ab. Hervorragend. Die machen uns Schaden, dann machen die auch hoffentlich auch denen Schaden. Das ist ja nicht so wie bei den Fallen, die nur denen Schaden machen und uns nicht. Zeit zum Planen! Komisch. Ich gehe nach unten planen und baue noch ein bisschen unsere Fallen dort aus. Das ist wahrscheinlich der kürzere und schlimmere Weg. Ich lass das mal kurz hier. Hat auch nur für zwei Fallen gereicht und ich krieg jetzt Besuch und zwar durch meine. Ja, du gehst nach oben, ich geh. Nee, die kommen von ganz unten. Von ganz unten? Nee, kommen sie nicht. Ich habe jetzt hier so einen, da könntest du mal Larv hinschicken. Ich habe so einen. I'm coming. Großen Oger. So, ich geh mal hoch in die Lane. Ich glaube, die sind nämlich schon sich am runterbewegen. Ja. Sich am runterbewegen tun. Aber läuft, glaube ich, noch. Also, kleine, ich bin auch gleich durch hier mit der Lane. Aua, der hat mich betäubt. Ach. Nein, der betäubt mich nochmal. Jetzt. Brauchst du was? Nee, ist alles okay. So, geh drauf. So, jetzt habe ich alle weggemacht. Ich komme zu dir nach oben. Ja, jetzt kommen auch die Dicken bei mir. Flugs wie der Wind bin ich da. Kleine. Ich bring sie zum Fallen und du bringst sie zum Verlieben. Eis. Mach mal ein bisschen Woodstock hier. Woodstock? Einmal ein bisschen Woodstock. Gut. Boah, die haben noch richtig viel, die Trolle, ey. Ja. Hier baue ich dann doch nochmal was hin. Gnadekissen, setz schon auf den Weg. Ich hab noch nicht so viel neues Geld. Da liegt doch noch Geld rum. Jawohl, ja! So, dann baue ich dir dafür nochmal hier noch eine Falle hin und gehe nochmal nach unten und werde da nochmal eine Teerfalle platzieren. Denn für mehr habe ich kein Geld. Los! Ja. Wo geht's los? Wo geht's hin? Da kommen sie her. Oben kommen die ersten, aber glaube ich ganz unten kommen sie auch. Deswegen komme ich mal runter zu dir. Ne, die kommen hier aus der Mitte, glaube ich, oder? Oder ja, kommen sie auch von ganz unten auf? Dann machst du ganz unten, ja? Ja. Ja, da habe ich ja richtig hingebaut noch. Weil die leer ist, gehe ich nach oben. So, die unten. Untere ist leer, ich gehe nach oben. Ja, bei mir ist sie noch nicht ganz leer, ich habe hier noch so ein paar Gnolle. Aber die sind auch so ein weg. Komischer Zauberer. So ein Wiederbeleber? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ein großer Ogre-Magier, der irgendwie so komische Feuerbälle auf mich schießt. So Zielfeuerbälle. Okay. Trefferserie. Und ich komme wieder zu dir.
Sehr gut, da kannst du dann auch mal sehen, den großen Doppelmagier. Ach, und den kleinen, was, dieser... Kleinen, der stolpert auch. Ist er. Wir haben noch irgendwo was. Nee, war es das schon? Huch! Wo war der denn? Hinter mir. Ich glaube, der wird in kleine Einzelteile zerspritzt, aber... Das gefällt mir ja sehr gut insgesamt. Das funktioniert auch alles sehr gut. Bisher funktioniert alles hervorragend. Meine Angst mag ich am liebsten geröstet. Ich baue hier nochmal ein paar Teerfallen hin. Und ich überlege jetzt nochmal tatsächlich auch ein paar Verdrescher hinzubauen. Die sind jetzt zwar nicht mehr ganz so günstig, aber... Die Wenn Lumen. Wir Cash irgendwie sehen, noch mehr. Ja, ein bisschen Cash wäre nicht schlecht. Cash in the Tash. Haben wir hier zwei Verdrescher hin und hier unten haben wir noch fast gar nichts gebaut, tatsächlich. Da noch ein Verdrescher oben. Aber von unten kam bisher auch noch gar nichts irgendwie so, ne? Immer so kleinere Sachen, die ich dann eigentlich ganz gut unter Kontrolle halten konnte, soweit. Dann werde ich mal jetzt hier tatsächlich noch das wegbauen und dann dafür... baue ich hier noch mal einen hin. Beim nächsten Mal sollte ich noch Federn mitbringen. Nächstes Mal, wenn ich Geld habe, dann werde ich auf jeden Fall ganz unten was hinbauen. Okay. Ich habe auf G gedrückt. Geh nochmal hoch geht's. Und guck mal, was passiert. Ja, geh oben in die Mitte. Kommen die ersten. Oben kommt was. Kommt hier noch sonst was? Sonst komme ich zu dir. Ja, das sieht gut aus. Kleine Drecksviecher? Kleine Drecksviecher? Da bin ich doch direkt dabei. Da bist du immer dabei. Da bin ich immer dabei. Wenn die Drecksviecher kommen, dann... Ungeziefer. Unten so ein komischer Ogre da hinten. Ah ja, der stolpert dann erstmal und kann seine Magie nicht mehr auslösen. Sehr gut. Bisher ist auch nur oben was. Oh, und hier war so ein Heiler gerade mal. Ui. So ein Wiederbeleber. Das ist ein neuer Rekord. Ja, der ist direkt weg gewesen. Sehr gut. Der hat bisher noch nichts wiederbeleben können. Das hier ist für dich, alter Mann. Oh, das war's schon. Das war's schon. Ich gehe jetzt nochmal zur Sicherheit nach unten. Und ich hatte ja gesagt, ich werde noch was bauen. Das Schick mir mehr! Noch was. Pfeile für alle! Da wollte ich gerade hin, aber egal. Geh hoch. Sie sind unten! An den Down Below sind sie. Ja, da musst du, hier haben wir jetzt auch mal ein bisschen, da kommen wir mal die Verdrescher zum Einsatz und die machen hervorragende Arbeit, machen die. So, die ersten kommen, glaube ich, von... Wo ist denn das hier? Das ist oben auch noch. Lass, ja gut, ich bleib mal, hoch. Hier unten und, Serie. Läuft aber, glaube ich, sehr gut. Da oben ist fast nichts mehr übrig in der Lane. Ach was, Riesentyp. Ohne, dass wir da gewesen sind. Ja, ja. Wir machen uns ja selbst arbeitslos, wenn wir so gut strategieren. Ja. schön. Ey, du wirst du wohl tot sein. Oh, jetzt kommt hier Cash zusammen. Jetzt kommt hier Cash zusammen. Ja, hier nicht so ganz viel. Eine ist. So ein bisschen was, ne? Ein Taschengeld ist das eher. Stirb! Ich bin hier durch. Ich bin auch durch. Aber irgendwo muss noch einer sein, weil sonst wär's noch nicht vorbei. Da war er, ja. So, dann würde ich sagen, baue ich hier tatsächlich nochmal... Bau nochmal unten schnell was. Gleich wird's ungemütlich. Für die. 1, 2, 3. Machen wir 3. Geh hoch. Ich geh hoch. Ja. Oh, ich kann immer noch Wenn Drescher die durch bauen. Mehrere Fallen sterben, ich hab unten hier noch zwei Drescher oben reingebaut, in den ganz unteren Gang. Ja, sehr gut. Da musst du ein bisschen drauf achten. Ich versuche hier oben mal alles in Kontrolle zu halten. Ah, es geht alles super hier. Also mit den Verdreschern. Ja, das auch. Wenn man die jetzt noch ein bisschen öfter auslösen würden, das wäre super. Kohle, Kohle, Kohle. Hier ist gut. Cash in die Tash. Bei dir ist schon wieder gut. Bei mir sind so komische. Hier ist doch noch einer. Also einzelne sind da nervig, da muss man richtig nochmal zurücklaufen. Aber jetzt bin ich bei dir oben. Sehr gut. Ein Skull für mich. Der wird sich hervorragend auf meinem Was? Dafür habe ich eine Trefferserie, eine Combo, noch eine Combo. Und ich kann mal hier so ein bisschen Heiltränke aufnehmen, das lohnt sich. Irgendwie bin ich richtig gut. Alter. Ja, das war doch hervorragend bisher. Das ist unser erster Versuch. Mhm. Wir haben zwar begeistert. Schon einen verloren am Anfang. Und gleichzeitig die Wäsche. Ein bisschen noobig, aber ich mache jetzt hier mit den Verdreschern das Ding zu hier, ne? Okay, ist unten überhaupt noch Platz, sonst würde ich einfach oben die Lane noch weiter zumachen. Ja, ja, mach, also ganz unten könnte man wahrscheinlich noch weiter Verdrescher hinbauen, aber ich glaube, es ist auch nicht nötig. Dann mache ich hier noch ein bisschen Fire. Fire meets Fire. Fire, Fire. Ja, hier kann man nochmal eine Dreierlinie dann hinbauen. Oh, ich habe gerade Geld aufgesammelt, das klang gerade so, aber das war gar nicht Geld.
Insofern, ich drücke schon wieder G, weil ich habe genau noch 1 Euro. Ich habe mein. Ich ein hab Euro. Gut gewirtschaftet habe ich. Sieh einer an. Jetzt kommen sie aus allen dreien. Aber das ist alles safe. Runter, oder? Nee. Macht. Ach so, ja. Könntest du fast machen, ja. Ich lasse es. Dann komm ich. Huch. Und jetzt erstmal in die Kamera runter. Kamerastress. Oh ja, wenn ihr alles schön hatte. Hervorragend. Oh, Vorsicht, die werden wiederbelebt. Siehst du das? Sie sind unten. Von diesem fiesen Mongo. Im Hintergrund. So, der Urga noch. Sie sind schon nah dran. Vorsicht. Oh, wer ist nein, da? Ein kleiner ist durch. Ein kleines Drecksviech. Wie konnte der durchkommen? Jetzt haben wir 23 von 25. Ah. So knapp. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Oben sind noch irgendwie Leute, die hängen am Decoy, glaube ich, ne? Ja, machen ja nichts mehr. Währenddessen baue ich nochmal unten so ein bisschen von den... Fast wie so ein altmodisches Karussell des Todes. Ich glaube, ich brauche unten auch mal eine Decoy. Los geht's! Aber die, ja, glaub, die vielleicht nicht drauf. Doch, aber die... Achso, ja, das könnte sein. Aber vielleicht irgendwie vor die... Na, Jungs, habt ihr mich vermisst? Ha! Hat schön mit der Granate einen weggehauen. Hier unten ist ganz sauber. Ich gehe hoch. Treffer-Serie. Bisher sauber. Ja. Also ganz unten meinst du, ne? Ja, war gerade sauber. Aber ich glaube, kommen wieder welche. Muss ja, hier gucken, sind so viele vielleicht? Verdrescher unterwegs, da kommt eigentlich nichts mehr durch. Meinst du? Bei mir hier. Gut. Oder? Was ist das da? Einer kommt da anscheinend durch. Weg sind sie. So, jetzt gehe ich wieder nach dort. Da sind noch so. diese Magier sind da. Ich weiß gar nicht, was die genau machen. Das hätte ich mal lesen sollen. Die haben bestimmt auch noch irgendeine Fähigkeit. Komische Kugeln. Was auch immer die da passiert. Bisher habe ich jetzt noch keine Angst vor denen gehabt. Also einfach Fernkämpfer, oder was? Ja, aber irgendwas werden sie schon noch toller. So macht man das. Zack. So, da sind wir schon in der letzten Wave. Was ist sehr gut. Ich habe, wir haben 2 verloren, aber das ist okay. Und kann man leben. Okay, jetzt kommen die Feuerfürsten da hinten bei mir. Oben. Soll ich mal runterkommen? Ja. Also ganz unten kommen welche und in der Mitte sind auch ziemlich viele unterwegs. Weil ich glaube, die Verdrescher haben wir jetzt ja nicht geskillt. Willkommen in Treffer-Serienhaus. Einwohner! So, ich bin ganz unten, da sieht's gut aus, wird alles okay. Also roschen. Alles sehr gut. Dann würde ich jetzt gleich mal hochgehen. Hier sind Sapeure gewesen. Ich gehe hoch. Oh oh, da sind große, fiese Viecher. Ja, sind bei mir auch, aber die sind sowas von tot. Der hängt hier richtig aber schön in der Wand drin. Der Eisschuss ist der Hammer. Der Eisschuss ist gut? Der Hammer. Ist der Hammer. Huch, hier ist ja richtig was los. Hallöchen. Das sah mal cool aus. Pam! So, den dürfen wir auf keinen Fall durchlassen hier, der rumliegt. Ja, noch. Häuptling, jetzt haben wir noch so 2 Trolle hier. Du bist auch weg. Ja, dieser Eisschuss. Siehst du den? Ja, perfekt. Da machen die nämlich ja nichts mehr. Ich lass ihn mal stolpern so ein bisschen. Kannst du nochmal Liebe versprühen? Ja. Du alte Erotik-Diva. Oh, irgendwo ist noch einer. Wo ist der? Oben? Hier ist noch einer. Nicht. Nee, hier, direkt bei uns. Ach, der da? Ja. Ist immer noch nicht tot. Nee, die fallen doch immer hin wegen meiner Schrotflinte. Der rutscht allmählich so ganz langsam auf dem Gesicht die Treppe runter. Jawoll! Damit haben wir wieder ein Level geschafft. Diesmal zwar nicht ganz so glorreich wie andere Level, aber immerhin 3. Wir wollen kein Endlos-Level spielen. Wir kriegen eine neue Wandfalle. Tötet sofort alles, was hineingeworfen wird. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Da bin ich gespannt, ob das mit meinem Windgürtel gut zusammengeht. Und, jetzt habe ich ja noch 6 Skulls. Ich gehe noch mal ganz kurz ins Zauberbuch. Ich habe 8 Skulls. Ja, du Angeber. Elektrobrutzler. Man kann ja, dadurch, dass wir in diesem Story-Modus spielen, sammeln wir natürlich nicht so viele Skulls wie jetzt jemand, der diese Endlos-Sachen macht. Muss man ja das auch mal sagen. Natürlich. Insofern können wir uns auch gar nicht alle Fallen leisten. Es ist die Frage, ob ich mir den Elektrobrutzler leiste oder ob ich nicht doch lieber auf diese neue Wandfalle gehe. Tötet sofort alles, was hineingeworfen wird. Finde ich extrem sexy.
Bahn mit deiner Granate wahrscheinlich zusammen, wenn du die dann da rein katapultieren kannst. Mit der Granate und diesem Wind, mit meinem Windgürtel. Ja. Deshalb werde ich mir das jetzt mal ganz kurz angucken. Was kann man denn da skillen? Erhöht die Chance auf Münzen. Der Spieler wird geheilt, wenn Gegner in die Leere geworfen werden. Gegner, die in die Leere geworfen werden, kehren manchmal als Skelette zurück und kämpfen für den Spieler. Das ist doch mal eine richtig geile Sache. Das würde ich, glaube ich, mal skillen. Jetzt möchte ich auch einfach sehen, wie ein Skelett für uns kämpft. Das möchte ich auch sehen. Eben. Insofern schließe ich hiermit mein Zauberbuch und damit auch die Folge, denn wir sind am Ende angelangt und es heißt in 2 Tagen oder in einem Tag, ich glaube in 2 Tagen heißt es dann wieder Oxmastai 2 im letzten Level mit Sergeant Ruppel und Silbernitrat. Einen schönen Abend wünschen wir. Tschüss. Tschüss.